Hört Karl Scheuren bei Köln. Hier lebt der 21-jährige Dennis bei seiner Oma Claudia. Er besucht die Pierlet-Barski-Berufsschule in Hürth und macht eine Ausbildung zum Installateur. Mit seiner Freundin Larissa plant er eine gemeinsame Zukunft. Oma, haben wir noch Dunkelschnitzel? Dennis und Larissa haben die erste Nacht in ihrer neuen gemeinsamen Wohnung verbracht. Möchtest du vielleicht ein Ei, Schatzilein? Du hast Ei gesagt, einfach so, ey. Hör doch mal zu, was du sagst. Ja, mal klar. Wie viele Minuten? Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht. Was? Wer ist da? Wer da ist, habe ich gefragt. Wer? Ach, Oma, du bist es. Guten Morgen. Sie hat heute mindestens schon 978 Mal angerufen. Ich übertreibe nicht. Was ist denn? Was? Nein, ich hab nicht gut geschlafen. Nein, weil die Larissa nicht kochen kann. Nein, niemals. Aua. Was? Ey, die Larissa hat eben Ei gesagt. Einfach so. Ja, da muss man dabei gewesen sein, ich weiß. Ja, was denn? Ja, mach Don Collo Schnitzel. Ja, ja, ich komm schnell rüber. Ja, gut. Und Nutella. Ich muss weg. Wo gehst du hin? Zu meiner Oma. Warum? Das ist ganz wichtig. Ich muss mal. Ja, geh doch hier. Nein, ich muss mal groß. Voll die Blamage. Du weißt das doch. Ich kann da nicht. Wenn ich weiß, dass du dann hörst, dass es ins Wasser fällt. Ja, dann geh. Ja. Und was ist bitte schön mit deinem Ei? Larissa ist gerade dabei, liebevoll die Wohnung zu dekorieren. Dennis, ich finde es sehr wichtig, dass alles eine Atmosphäre hat. Und Wartattus hat ja auch nicht jeder. Ist ja so. Eine Menge. Larissa, wo kommen die Dittelmäuse hin? Auf die Couch. Wir haben doch gar keine. Ja, warum fragst du mich dann? Warum? Darum, ey. Nerv nicht. Ja, du nervst. Alles muss ich hier alleine machen, seitdem wir wohnen. Ich schwöre. Ja, ich schwöre auch. Ich muss auch immer alles alleine machen, seitdem wir hier wohnen. So, ne? Echt, ey. Ja, na und ich auch. Wo gehst du hin? Hin. Ich hab Termine. Ich bin busy. Ich glaube nicht, was ich hier sehe. Ich schwöre, ey. Ich acker mir hier meine letzte Kraft heraus. Und du willst einfach gehen? Also ich finde, wir integrieren uns beide sehr gut miteinander. Dennis bringt sich sehr ein, also auf jeden Fall phasenweise tendenziell. Und ich bin sehr stolz auf ihn. Und jetzt? Ja, wir müssen auf jeden Fall noch zu Ikea. Entdecke die Möglichkeiten. Dann müssen wir noch zu Poco Domäne. Die haben aber auch alles. Zu Hornbach. Ja. Dann noch zu Obi. Alles Obi. Und dann will ich noch zu Habitat. Wir haben kein Lied. Ja, und? Aber dann will ich auch noch zum Mediamarkt, Saturn und so, ne? Und hier Promarkt. Hier, Beamer. Nein, dafür haben wir kein Geld. Wir müssen schließlich Prioritäten setzen, Dennis. Boah, ey, ich weiß auch nicht, ey. Das Zusammenleben mit dem Mädchen, das ist voll anstrengend. Kann das sein? Ich weiß nicht, ey. Mir ist voll was aufgefallen, so, ne? Wenn die nach Hause kommt, so, die macht erstmal überall Licht an, so, ja, so Gebiet markieren oder was will die machen, so, ne? Ey, und dann, wenn die was benutzt hat, so, weiß ich nicht, Schranktür oder Schubladen oder so, die lässt das immer auf. Die geht so hin, so, lalala, dumm. Dann geht die hin, dann bleibt das immer so ein Stück auf oder der Schrank auch. Und ich so, mach doch mal zu da, ne? Und dann so, ne, die dreckigen Unterhosen, ne, die Slips. Die sehen immer so aus, wie, wenn die benutzt sind, wie eine Wurst, so zusammengerollt, so wie ein Croissant. Ey, Mario Barth, ey, der hat voll recht, so. Die legen auch die Fernbedienung immer auf den Fernseher draußen, ne? Ey, Mario Barth, ey, ich mag den nicht. Der muss aufpassen. Ja, das sieht gut aus. Dennis, wo sind die Tattoos? Was für Tattoos? Ey, wer hat Tattoos? Wer? Die Wand. Welche Wand? Die Wand. Dahinter, Mädchen, sieht man doch hier. Guck doch. Ey, du bist so dumm wie ein Mensch ohne Gehirn, ich schwöre. Die Tattoos waren vielleicht wichtig für mein Leben, sie waren wichtig für mein Ausgeglichensein, für meine Seele. Ja, ey, dann hast du doch Cappuccini auf den Unterarm tätowieren, hast du Seele jeden Tag. Ja, will ich aber nicht. Ja, will ich aber nicht. Kindern und streitet doch nicht. Oh, ja, die Wäsche, Dennis. Ja. Ach, der Kleiderschrank sieht aber gut aus. Das nennt man Vintage-Look, oder? Oma, wie redest du? Das ist mein alter Kinderzimmer-Kleiderschrank. Ja, Oma, hast du einen Alzheimer? Ja, aber ihr wolltet euch doch auch neue Möbel kaufen. Kaufen. Wovon denn, Fräulein? Ja, wir leben in einer Wegwerfgesellschaft. Da kann man schon mal alles neu kaufen. Echt, Oma, voll übertrieben so, ne? Ja. Echt. Oma, möchtest du ein Latte Macchiato, ein Cappuccino, ein Espresso Macchiato oder ein Espresso? Wie du möchtest. Oh Gott, habt ihr auch normalen Kaffee? Nein. Ja gut, dann nehme ich so einen Latte Macchiato. Okay. Der hat Latte gesagt. Einfach so Latte. Bitte schön, Oma. Kommt da nicht noch Milch rein? Ach ja, du wolltest ja ein Latte Macchiato, richtig. Dennis. Latte. Ich muss mal zuhören, wenn die Witze machen. Ich muss weg posten bei Facebook. Ey, pass auf, ich suche zu meiner Oma.
Die Oma sagt mir, dann hat die Latte gesagt. Sag ich gleich, danke. Was ist das denn hier? Wie, was ist das denn? Das ist die Luxus-Spar-Premium-Rattan-XXL-Long-Schnitzgarnitur. Das sieht man doch, Oma. Wir so, ne? Wir haben voll das mega Schnäppchen gemacht. Wir waren in einem Laden, die hatten 80% so, ne? Normalerweise 4.750, wir so 4.600 so. Ey, 250 Euro gespart, einfach so, ey. Ja, mir fehlen die Worte. Super! Ja, jetzt können wir zusammen gemeinsam unseren Lebensabend genießen. Ja, so Freunde, chillen und so. Relaxen. Aber kann das sein, dass die Balkontür jetzt nicht mehr zugeht? Ach, Oma, ey, du machst immer alles kaputt. Kann das sein, ey? Außerdem kommt doch da eh die Sonne hin. Ja, und Holz arbeitet doch noch. Ey, so, ne? Schnäppchen, 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 ey, voll mega Schnäppchen, kann das sein? Wir haben eine Rattenzahlung, ne? Von 594 Ratten a 7,75 Euro abgeschlossen. 7,75 Euro, die sind voll doof, kann das sein? Der Verkäufer, das war ein Araber, der so, ja, aber leider, das ist vom Umtausch ausgeschlossen, weil reduziert. Ist ja auch okay, ist ja nur fair, so, ne? Ey, der war auch richtig gut drauf, als wir gegangen sind, der hat voll gelacht. Und dann so der Kaffee-Vollautomat, ne? Ey, da habe ich den Bauchsparvertrag für aufgelöst. Ich meine, ist ja auch okay. Aber ich mag gar keinen Kaffee, ich trinke ja nur Kakao. Ich hab die voll verarscht von Saturn. Thank you.